So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. Ja, letztes Mal gab es viel Gerede. Wir haben hier, Gott, wie heißen die eigentlich schon, mit Yvette geredet, wir wollten mit Orev reden, da hinten gab es dann auch noch Reine. Die haben sehr viel geredet. So, wir haben auch noch hier vorne mit dem, wie heißt der, Erb geredet, den Ring zurückhaben möchte von der Frau, den er ihr geschenkt hat. Und jetzt reden wir noch mal kurz mit Bella, der ja das ganze Bordell hier gehört. Und dann gucken wir mal weiter die Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Why, hello there, darling. Come for a bit of fun, have you? Okay. Warum hallo hier, darling? Also, wir kommen ein bisschen Spaß zu haben. Was für ein Art von Platz ist das? Was? Das ist der Platz der Freude mit meinen Freunden. Oder netter Mann. Männer und Frauen, welche deinen Gedanken wegnehmen können von der schrecklichen Welt außen für eine Zeit. So, wer bist du? Mein Name ist Bella, darling. Ich halte meine Jungs und Mädchen sicher von den. Ich halte meine Jungs und Mädchen sicher und die Kunden glücklich. Wenn du jemals unglücklich bist, dann kommst du einfach, um mich zu sehen. Ich werde deine Meinung ändern. Jetzt, da du mich jetzt hast du mich auf jeden Fall einen Nachteil. Könnte ich deinen Namen wissen? Mein Name ist Orkus von der Rau, um wirklich kennenzulernen. Oh, ein richtiger Charmeur. Ich liebe das an einem Mann. Ich wette, du könntest. Du würdest nicht besoffen. Also besoffen Ohnmacht fallen, bevor ich wüsste, dass wir überhaupt angefangen haben. Würdest du da an? Wenn ich, dann würde ich wahrscheinlich noch vor dem ersten Glas wegkippen. Nein, das würde mir nicht passieren, aber mein Charakter vielleicht. Mein Charakter ist ein Halborg. Ich glaube, ich könnte ihn fast weglernen und es würde nichts passieren. Aber das ist weder hier noch da. Ist hier irgendetwas, was Bella für dich tun kann? Wir haben Saatchen, wir haben Wein, wir haben Pickles, Pflaumen. Waren Pickles Pflaumen? Ich glaube schon. Alles, was du möchtest. Pflaumen. Es ist für die Gnome. Sie möchten, sie lieben ihre Pickel, also ihre Pflaumen sauer und die Frauen groß. Frag mich nicht, warum. Könnte ich ein paar Fragen stellen? Ja, das ist das, was du schon längst machst, ist es nicht? Vergiss es einfach. Geh einfach und frag. So, wie kannst du diesen Platz hier überhaupt führen mit dem ganzen Kämpfer außen? Es ist nicht so, als ob ich eine großartige Wahl hätte, darin. Die Hochkapitäne alle möchten diesen Platz für ihre glücklichen Männer haben. Stellen Sie sicher, dass wir nicht zumachen. Und außerdem. Ein glücklicher Soldat ist ein viel, viel besserer, denn ein sehr unglücklicher Soldat. Du verstehst mich. Du verstehst den Grund zu Sugar. Ich glaube, für Sugar wäre in dem Fall wirklich eine bessere Übersetzung als noch Herzchen oder sowas. Wir müssen trotzdem das meiste unseres Geldes für, zu einem von den beiden Hochkapitänen geben, um den Frieden hier zu bewahren, weil es ist besser als bei der Living. Aber es ist ein besseres Leben als die meisten anderen in diesen Tagen. Ja, das war's auch so. Das heißt, du hast nicht wirklich irgendwas zu erzählen. Zu Barams Quartier geht es dadurch. Aber ich möchte zuerst hier hin. Weil ich muss hier einen Ring zurückholen. Und der soll hier irgendwo sein. Westlich. Ah, genau, Jadel. Na, seht ihr, da war ich noch gar nicht drin zum Beispiel. Da war
war ich ja zum Beispiel noch gar nicht drinnen. Aussieht, habe ich keine Unsichtbarkeit. Das wäre aber sehr praktisch gewesen, wenn ich welche hätte. Nö. Habe ich nicht. Weil wenn möglich soll ich ja schauen, dass sie dann nicht verletzt wird. Deswegen schaue ich, dass ich unsichtbar an die Kisten komme und dann dort alles erledigen kann. Wo war der Händler noch dran? Ah, genau, der Händler war da hinten. Jetzt könnt ihr mir aber ruhig folgen. Aber wenn ich da hinten wieder auf irgendwelche Gegner treffe, dann brauche ich deren Hilfe. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich hier Unsichtbarkeiten brauche. Den komme ich dann zu Lara. Da muss ich ja rein. Mit dem magischen Händler reden. Greetings again. So nice. So eine Kacke. Ich dachte, ich wäre richtig. Ja, dann muss ich dann doch da rein. Ja. Okay. So, rein da. Da müsste jetzt der Magier sein. Genau. Ich brauche. Abilities.
Kacke. Also wieder zurück. Mal schauen, ob ich dann vielleicht mit der Unsichtbarkeit da irgendwas anstellen kann. Unsichtbarkeitssystem. Ich weiß nicht, mache ich das Ding unsichtbar? Also rein theoretisch macht das ja den gesamten Bereich um mich herum unsichtbar. Aber ich bin da jetzt ein bisschen skeptisch. Kleines bisschen. So, du bleibst. I shall do as you ask. Nicht so aus, als ob sie es in der Kiste hätten. Ja, da muss ich sogar wirklich mit ihr reden, ey. Nee. Ich habe gedacht, ich könnte das Ganze einfach so machen. Was Blödes. Sowas Blödes aber auch. My home. Is there something I can do for you? Willkommen zu meinem Haus. Ist hier irgendetwas, was ich für dich tun kann, Sir? Du bist in mein Haus gekommen, um mich zu fragen. Alles klar. Ja, in Ordnung. Frag ruhig. Ich möchte mit dir über Erbs Ring reden. Du weißt über den Ring Bescheid, den mir Erbi gegeben hat? Oh, Erbi muss dich geschickt haben, denke ich. Nehme ich an. Also ich denke nicht, dass was er fragt ist, also was er fragt, ist fair. Erbi ist einfach nur dumm. Er hat mir den Ring gegeben, weil er mich liebt und ich bin, ja, und ich gebe ihn nicht zurück, weil sich das nicht geändert hat. Ja, vielleicht können wir einen Deal machen. Ich werde ihn nicht verkaufen, wenn das ist, was du meinst. Hier ist kein Preis, den du mir geben kannst für die Liebe von Erbi. Okay, sie soll mal ein bisschen vernünftig sein. Mal gucken, ob wir darüber reden können. Oh. Also, über was reden? Ich denke nicht, dass hier irgendetwas ist, worüber wir diskutieren können. Wie wär's über den Fakt, dass du Sektion 12 von Luskins Geschenkerhaltungscode gebrochen hast? Das klingt doch interessant. Was haben wir hier? Charisma. Ziehen wir an. Was haben wir da? Charisma, Persuade. Ziehen wir auch an. Habe ich noch irgendwas, was mir Charisma hier erhöht? Masking, Eagle Splendor, Old Wisdom. Komm, trink mal. Oh, ich habe eine Potion of Invisibility. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hätte ich mich vielleicht vorher anschauen sollen. Ihr müsst wohl Scherze machen. Ich habe noch nie was davon gehört.
könnte sie entweder drohen. So, Ignoranz ist keine Entschuldigung. Ich bin, es tut mir leid, aber ich muss sie dann unter Arrest nehmen. Oder sie anlügen. Oh ja, du siehst, dieser Ring ist sehr wertvoll und Erb hat seine Steuern nicht gezahlt. Oder sie davon zu überzeugen, dass ich sie, dass sie nicht möchte, dass ich sie übergebe. Also soll sie mir den Ring geben. Probieren wir? Jawohl! Oh nein, du kannst den Ring haben. Ich wollte nichts Falsches tun. Gib mir einfach einen Moment. Hier ist er. Nimm ihn und geh. Ich bin mir sicher, dass wir nichts anderes mehr zu besprechen haben. Ba, 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 bam. Und raus geht's. Überprüfen wir mal. Das ist Erbsring. Jawohl. Das war schon mal eine Aufgabe. Mit Bravour bestanden. Auch wenn ich sie zuerst klauen wollte, also bestehen wollte. Aber sie hat den Ring natürlich nicht in irgendeiner Kiste gehabt. So, dann gehen wir jetzt mal zu Erb. Übergeben ihm den Ring. Und dann ist alles fertig. Ah, der Weg ist so weit. Das ist doch der Wahnsinn. Da würde ich eigentlich auch gerne rangehen, aber da ist immer noch der Hund. Ja, ich meine, okay, der Hund ist jetzt kein Problem. Ich könnte ihn einfach wegkloppen, aber ich habe keinen Bock, dass dann irgendwie was hier ausgeht. How goes the search? Ich habe einen Ring. Wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen, dass die Frau dir den Ring gibt? Ganz egal, ich sollte es am besten nicht wissen. Erstmal, so wie es meine blinde Tante Binny immer sagte, wenn sie verheiratet seid, und sie, ja, als sie verheirateten unglücklichen alten Onkel Bucktooth geheiratet hat, Ignoranz ist Bliss. Ja, du hast eine Belohnung erwähnt. Ich wusste, du wärst der erfolgreiche Typ. Hier für den Moment, ab dem Moment, wo ich meine Augen auf dich gelegt habe. Erb, dachte ich, dieser Mann könnte größer sein als Onkel Big Button. Und das ist groß. Also hier, 650 Goldstücke für den Ring. Ja, okay, das geht schon. Das geht schon. Jetzt haut er ab, jetzt würde es mich natürlich interessieren, wohin er abhaut. So, und ansonsten haben wir eigentlich nur noch die zwei Hochkapitäne übrig. Und genauso wie die Kinder von der einen und die Schwester von dem anderen. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, zuerst gehen wir zu Kurt. Von ihm können wir nämlich ja die Aufgabe bekommen, dass wir Baram töten sollen. Dann gehen wir zu Baram durch diesen Eingang hier und töten ihn, suchen die neuen Kinder von der einen. Oder soll ich zuerst mit Baram reden? Wisst ihr was? Nee, ich werde am Ende werde ich glaube ich eh beide töten. Soll ich ja eh machen. Aber ich möchte zuerst sozusagen das Lösegeld für Baram bekommen. So. Kapitän Kurt. Back again, are you stranger? Have you changed your mind and given my offers? So, also es ging gerade um die Belohnung. Alles, was du mir bringen müsstest, wäre Barams Kopf. Würde dich das interessieren? Was ist mit Elenwoods Schwester, Evelyn? Hast du sie? Das Elfenmädchen? Warum? Ja, habe ich. Eine ziemlich hübsche Frau. Warum würde sie dich interessieren? Ja, ich möchte sie freigelassen haben. Du möchtest, dass ich sie aufgebe?
Also du, bring mir Barons Kopf und du kannst sie haben. Ei, mach mal. Gut zu hören. Lass uns hoffen, dass wir das Ganze... dass du das Ganze für mich zu Ende bringen kannst. Und dann sind alle von uns so viel glücklicher. Also dann, ich denke, du hast ein paar Fragen für mich, ja? Oder bist du bereit? Ja. Ja, ich gehe jetzt. Mein Gott. Ich weiß, was ich vergessen habe zu machen. I shall do as you ask. Ihr solltet mir jetzt folgen. Gut, dann machen wir uns auf den Weg zu Baran. Hier haben wir jetzt mit Kurt die Abmachung gemacht. Dann machen wir uns auf den Weg zu Baran und retten die neuen Kinder, waren das. Bringen dann Barans Kopf zu Kurt. Befreien sein, die Schwester von Elinwood und töten dann Kurt. Klingt nach einem Plan. Also Leute, ich danke euch aber fürs Zusehen, denn hier ist der Part zu Ende. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch einfach ein Like und einen Kommentar. Ich würde mich darüber freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.